Mädels, ich habe ein Problem. Welches, Amina? Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Verdammt, ich auch nicht. Hatten wir überhaupt Hausaufgaben? Heiliger Strohsack! Das war's, wir sind tot. Lehrer Max wird wieder wütend werden und uns alle eine 5 geben. Verdammt, Mädels, wenn ich eine 5 bekomme, kriege ich zu Hause Ärger. Mädchen, wir müssen etwas dagegen tun. Sonst lassen mich meine Eltern nicht mehr rausgehen. Mädels, ich wollte euch fragen, ob ihr keine Hilfe bei den Hausaufgaben braucht. Ich habe gerade etwas freie Zeit. Pocker, du bist so nett. Nicht so wie Mandy. Ja, Mandy wollte, dass ich auch ihre Hausaufgaben erledige. Aber ich weigerte mich. Sehr gut. Ja, lass sie die Hausaufgaben selbst erledigen. Sie ist die Klügste auf dem Campus. Verwalterin! Du bist wieder da. Oh, wir haben vergessen, dich zu fragen, wo wir sitzen sollen. Ich habe 2 Nachrichten für euch. Eine schlechte und eine noch schlechtere. Mit welcher soll ich anfangen? Das ist uns egal. Beginne mit der schlechten. Die erste Nachricht. Eure Testergebnisse liegen vor. Die zweite Nachricht. Ihr seid alle durchgefallen. Durchgefallen? Was? Sogar ich? Auch du, Nerdosaurus. Ich glaube dir nicht. Ich kann keine schlechte Note bekommen. Du lügst. Wir haben uns tatsächlich auf diese Prüfung vorbereitet. Vielleicht habt ihr euch schlecht vorbereitet. Ihr solltet weniger herumlungern. So Ratte. So nervig. Sie beschloss sich, an uns zu rächen. Wir müssen uns einen Plan einfallen lassen, um sie aus der Verwaltung herauszuholen. Max, hallo. Katie? Ja, ich habe dich vermisst und wollte dir sagen, dass du so nett, so klug und so geachtet bist, Herr Max. Komm schon, hör auf mit mir, wie mit einem Teenager zu reden. Ich bin doch kein kleiner Junge mehr oder so. Oh, oh, oh. Sieh ihn dir an. So ernst, Herr Max. Hör bitte auf, okay? Jemand wird jetzt gleich reinkommen und das sehen, okay? Na schön. Ich habe eine Überraschung für dich. Schau, was ich vorbereitet habe. Überraschung? Katie, was ist das? Ich habe deine Lieblingsbrokkoli für dich gekocht. Katie, ist das dein Ernst? Was für Brokkoli? Ich esse nur in einem Café zum Mittag und da gibt's gutes Essen. Verstehst du? Außerdem kann ich nicht einfach vor den Teenagern einfach so Brokkoli essen. Nun, Max, stell dich nicht so an. Ich weiß, was du zum Mittag isst. Pizza, Burger und anderes Junkfood. Und ich möchte, dass du gesund lebst. Ah, Katie, gib mir eine Brokkoli. Ich muss los. Wir sehen uns später, okay? Einen schönen Tag noch. Und iss alles. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Oh Mann, so viel Brokkoli. Oh, Bubble, ich hab dich gesucht. Oh, Lehrer Max, bitte nichts Puzzle sagen, sonst bin ich wirklich am Ende. Bubble, wovon redest du? Was ist mit Puzzle? Hey, hast du heute zu Mittag gegessen? Ja, hab ich. Ich hab 2 Burger gegessen und alles mit Cola runtergespült und so. Bubble, nein, nein. Kurz gesagt, von diesem Tag an kümmere ich mich um deine Ernährung. Es reicht irgendwann mal, nur Pommes, Burger und Pizza zu essen, ja? Lehrer Max, ernsthaft? Ich esse eigentlich gut. Ich esse alles, was im Café verkauft wird, okay? Und ich hab gesehen, dass du diese Burger auch isst. Bubble, welche Burger? Du hast das falsch gesehen, okay? Ich mag überhaupt keine Burger. Kurz gesagt, hier ist dein Mittagessen. Das ist Brokkoli. Ist das alles? Ich werde es persönlich überprüfen, okay? Lehrer Max, ich hasse Brokkoli. Selbst meine Eltern können mich nicht zwingen, ihn zu essen, okay? Ich werde es nicht essen. Bubble, mach mich nicht wütend, okay? Iss einfach schnell den Brokkoli. Ich sagte, iss schnell den Brokkoli. Max, was machst du da? Nichts, ich verwöhne hier Bubble und sage ihm, was für einen köstlichen Brokkoli du kochst. Dein Brokkoli ist der Beste. Ich werde ihm weiterhin Bubble geben. Hör zu, Dan, schlag meine Hand hier. Was? Warum? Komm, mach schon, das ist richtig cool, okay? Okay. Puzzle, was machst du denn da? Komm schon, das ist cool, oder? Benz, komm schon, schlag meine Hand hier, los jetzt. Ich werde dich nicht schlagen, sehe ich aus wie so ein Idiot? Komm schon, nur einmal. Puzzle. Es reicht jetzt, Mann. Benz, warum hast du ihn geschlagen? Komm schon, das war irgendwie cool. Wirklich cool, Mann. Also Leute, ich habe nachgedacht und beschlossen, dass wir alle anfangen müssen, uns gesund zu ernähren, okay? Hä, was? Wir ernähren
ist doch schon gesund, Herr Lehrer. Meint ihr das? Seid ihr auch süchtig nach Blumenkohl und Brokkoli und esst keine Burger mehr und trinkt auch keine Cola mehr wie die anderen Teens? Brokkoli. Ich hab Brokkoli nie gemocht. Nein, Typen wie wir essen keinen Brokkoli. Puzzle, was redest du da? Typen wie ihr solltet nur gesundes Essen essen, nicht diese Colas, Pizzas und Burger, okay? Kurz gesagt, von diesem Tag an gibt es kein Junkfood mehr auf dem Campus. Wir werden alle die richtige Ernährung haben. Und was, wenn wir die richtige Ernährung ablehnen? Wenn ihr euch weigert, dann werdet ihr trotzdem essen, was ich sage. Andernfalls werde ich euch vom Campus verweisen, verstanden? Oh Mann, Leute, ich will nicht deswegen rausgeschmissen werden oder sowas, ja? Lehrer Max, ich habe Brokkoli immer geliebt. Brokkoli ist sehr lecker und sehr nährstoffreich. Habt ihr den Verstand verloren? Ich werde das nicht sagen. Puzzle? Also? Puzzle, du solltest besser zustimmen, um Lehrer Max nicht zu verärgern. Du weißt, dass wir alle sonst in Schwierigkeiten geraten. Ihr seid echt verrückt, Mann. Naja, Lehrer Max, ich möchte etwas Brokkoli essen. Okay, sehr gut. Esst nur alles auf, okay? Und wenn ich herausfinde, dass ihr das nicht getan habt, dann rufe ich eure Eltern an und sage ihnen, dass ihr euch auf dem Campus sehr schlecht benehmt. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Na, das habt ihr mal wieder toll hingekriegt. Ihr esst das jetzt auf jeden Fall. Dance, ist das... Oh Mann, Leute, ey. Ich will nicht herausgeschmissen werden, ja? Ich werd's essen. Wie haben die den denn zubereitet? Wartet mal, warum tun wir das überhaupt? Vielleicht sollten wir es einfach wegwerfen und das war's dann. Und Lehrer Max sagen, dass wir alles aufgegessen haben. Puzzle, hättest du das nicht früher sagen können? Ich habe schon ein Stück gegessen. Und mir ist gerade irgendwie schlecht. Was? Mein Brokkoli im Müll? Hat er den Verstand verloren? Nun, Max, warte mal. Nice, ich sagte doch, du solltest mir den Ball geben, okay? Kumpel, tut mir leid, ich dachte, ich treffe den 3-Punkte-Wurf. Aber du hast ihn nicht getroffen, wir haben deinetwegen verloren. Nun, ihr Verlierer, ihr habt den Test nicht bestanden. Ihr habt die niedrigste Note auf dem ganzen Campus. Hä, was? Das ist unmöglich, okay? Mandy, bist du sicher? Diana und ich haben uns gestern den ganzen Abend vorbereitet. Bei mir zu Hause. Nice, bist du sicher, dass du dich wirklich vorbereitet hast? Also ja, wir haben uns einen Film angeschaut und dann ein bisschen vorbereitet. Deshalb hat deine Diana auch eine schlechte Note. Das kannst du ihr sagen. Und du, Camille, wenn du deine Note korrigieren willst, kann ich dir helfen. Oh, was wirklich jetzt? Dann schuldest du mir eine Tafel Schokolade und einen Blumenstrauß. Oh, ich möchte meine Note auch korrigieren. Einfach so einen Blumenstrauß und eine Tafel Schokolade? Wenn du willst, kannst du mich auf die Wange küssen. Das macht mir nichts aus. Auf keinen Fall. Ein Blumenstrauß und eine Tafel Schokolade sind genug, okay? Wie du willst. Cool, Kumpel. Du hast echt Glück. Okay, Google. Wie kann ich mit Angie Frieden schließen? Für einen Loser wie dich ist das unmöglich. Hä, was, Mann? Hey, Dance, willst du das Mädchen sofort auf dich abfahren? Ja klar, aber wie denn? Ben, seit wann bist du ein Anmachkünstler? Ich weiß einfach, was Mädchen mögen, okay? Geld oder was? Nein, natürlich kein Geld. Sie mögen Jungs auf Skateboards. Benz, genug geredet. Ich meine das ernst, okay? Ich habe das selbst überprüft. Wenn das wahr wäre, würdest du jetzt ein Mädchen umarmen und nicht ein Skateboard. Ja, wirklich. Und hol dir mal ein normales Skateboard. Mit diesem kleinen Board siehst du aus wie so ein Loser oder sowas. Leute, ihr versteht überhaupt nichts über Skateboards. Das ist ein Pennyboard. Es soll diese Größe haben. Also, Dance, willst du lernen, wie man Skateboard fährt? Na gut, aber wenn ich hinfalle, dann mache ich dich so klein wie dieses Board. Gehen wir. Warum starrst du so, Bubble? Gibt's irgendwelche Probleme? Nein, ich schau nur an den Spind, okay? Was dagegen? Dann schau mal lieber in deinen Spind, oder... Oder was? Oder du bekommst Abreibung. Dylan, mach dir keine Mühe, ich hab keine Angst vor dir. Was hast du da gerade gequietscht? Du hast es gehört.
Leute, ich werde nicht fallen, richtig? Nein, Dance, das willst du nicht. Schau einfach nach vorne und versuch das Gleichgewicht zu halten. Gut, Leute, ich bin bereit. 1, 2, 3. Vance, was glaubst du, nach wie vielen Metern er hinfallen wird? Also wenn er so weiterfährt wie jetzt, wird er nicht lange durchhalten. Leute, ich kann nicht mehr stoppen, ich kann nicht stoppen. Dance, halt dein Gleichgewicht. Du machst das wirklich großartig, Alter. Heiliger Strohsack. Ah, mein Kopf. Runter von mir. Ah, meine Hand. Was ist los mit dir? Kannst du nicht sehen, wohin du gehst? Und du sehen, wo du hinfährst? Oh mein Gott, Mann. Was zur Hölle hast du gemacht, Mann? Du hast mein Pennyboard kaputt gemacht. Du hast so leicht Nerven, Mann. Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Er hat mich angefahren. So unverschämt, Leute. Habt ihr das gerade gehört, Mann? Erst macht er unser Pennyboard kaputt und jetzt entschuldigt er sich nicht mal. Ich hab gar nichts kaputt gemacht. Ist dir klar, was du getan hast? Du hast nicht nur das Pennyboard kaputt gemacht, sondern auch das Leben dieser Person. Ja, er wird nun Angst haben, damit zu fahren und er wird nicht in der Lage sein, Mädchen zu treffen und so. Welches Leben? Seid ihr verrückt? Wovon sprecht ihr da gerade? Leute, es scheint, dass er es wirklich nicht kapiert. Hey Puzzle, werden wir uns jetzt um ihn kümmern oder erst nach der Schule? Nein, er soll einfach ein neues Pennyboard bezahlen. Und dann soll er noch Schadensersatz an uns bezahlen, okay? Und zwar $500 pro Person Schadenersatz. Puzzle ist echt cool. Leute, ich habe gerade kein Geld. Ich kann euer Pennyboard jetzt nicht bezahlen. Tu nicht so, als wärst du arm, ja? Wir wissen, dass du ganz viel Geld hast. Das war's, Puzzle. Ich kümmere mich jetzt um ihn. Versteht ihr nur so rum? Schnappt ihn euch! Oh Mann, wo verstecke ich mich denn jetzt? Mann, Leute, wo ist er hin? Ich habe ihn hier reingehen gesehen. Er kann sich nicht in Luft aufgelöst haben. Er ist hier irgendwo. Leute, er ist hier, unter dem Tisch. Nun, Dylan, soll ich dich rausziehen oder kommst du selbst raus? Ich komme ja schon. Leute, vielleicht sollten wir einen Deal machen? Welchen Deal meinst du denn genau? Du hast doch noch nicht mal Geld, wie du sagst. Ja, du bist jetzt nicht mehr reich. Bitte sehr. Bring das in Ordnung. Und zwar schnell, wir haben keine Zeit. Also Leute, habt ihr schon zum Mittag gegessen? Nein, wir wollten uns gerade nur mit Dylan treffen. Das ist ja toll, ich habe euch gerade eine frische Ladung Brokkoli gebracht. Schon wieder Brokkoli. Leute, esst einfach alles. Oder ihr wisst, was passiert. Leute, ich werf das jetzt einfach weg. Warte, wirf das nicht weg. Was meinst du, Puzzle? Ich werde das nicht essen. Ich auch nicht. Dylan wird jetzt Brokkoli essen. Was? Brokkoli? Öffne den Mund, der Zug fährt in den Tunnel rein. Tut, 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 tut. Also nice. Wir werden jetzt schnell die Schokolade und die Blumen geben, okay? Und das Wichtigste ist, Milana soll mich nicht sehen, sonst werde ich ihr lange erklären müssen, warum ich das getan habe. Und das möchte ich nicht, ja? Ja, Kumpel, das wäre irgendwie unheimlich, wenn sie es wüsste. Übrigens, sprich mal mit Mandy über mich. Ich muss meine Note auch korrigieren lassen, ja? Okay, hier, bitte. Dann gibst du ihr die Schokolade. Nach wem suchst du hier? Mandy, was kümmert dich das? Es sollte dich überhaupt nicht stören. Wahrscheinlich Camille, oder? Und wie geht es weiter? Was kommt als nächstes? Dann warte, warte. Wir werden gemeinsam warten. Was meinst du damit? Was meinst du mit gemeinsam, Mandy? Camille hat versprochen, mir einen Blumenstrauß und eine Tafel Schokolade zu schenken. Und er sagte auch, dass er mich mag. Mandy, hast du nicht etwas verwechselt? Mandy? Milana? Oh, Camille, ist das für mich? Oh nein, Milana, ist es für... Ja, Milana, das ist für dich und das ist auch für dich. Camille, was ist los? Die Blumen duften so schön, Camille. Ich werde dir jetzt etwas sagen.